Sexy Bilder, verführerische Posen. Damit versucht Elisa in ihrer Dating-App bei den Männern zu landen. Ganz nach dem Motto Sex sells. Aber damit hat sie irgendwie so gar keinen Erfolg. Jedenfalls nicht bei der Suche nach der großen und wahren Liebe. Mit welchen einfachen Tricks zwei Expertinnen ihr Profil überarbeiten und welche krassen Folgen das für Elisas Dates hat? Elisa will einen Partner finden, mithilfe einer Dating-App. Aber nach einem Jahr Single ist ihre Tinder-Bilanz bisher gemischt. Die Dates waren kein Erfolg oder sie kamen erst gar nicht zustande. Ich glaube, es liegt ein bisschen an mir, also am Profil. Ich weiß nicht, welche Fotos ich reinstellen soll genau, an was ich dazu schreiben soll und genau, wie ich richtig zurückschreibe. Ich glaube daran, dass man die große Liebe online finden kann. Helfen können ihr die Wienerinnen Ingrid und Susanne. Sie haben ein Buch geschrieben, in dem sie Tipps geben, wie sich Singles authentisch zeigen und gleichzeitig passende Matches, also Treffer, erzielen können. Eine einfache Profilberatung, wie Elisa sie heute macht, kostet 150 Euro. Und so viel vorab. Genau das wird etwas bei der Studentin auslösen. Ich bin eigentlich sehr, wie soll ich sagen, sehr erschrocken, nachdem ich die ganzen Nachrichten bekommen habe. Zuerst einmal schauen sich die Tinder-Coaches Elisas Fotos an. Fitnesscenter, Fitnesscenter, Fitnesscenter. Es ist fast immer eine Betonung auf Körper und Posen. Mhm. Und die Fotos, wo du so dein Gesicht und mhm. deine Persönlichkeit mehr so zeigst, sind ganz hinten. Elisa sucht ja eine Beziehung und deshalb soll sie die Reihenfolge und die Anzahl der Fotos ändern. Die persönlichen Bilder kommen nach vorne. Und auch in der Profilbeschreibung soll sie klarer werden. Die, die jetzt einen One-Night-Stand wollen oder so, die wissen dann gleich, okay, sie nicht. Mhm. Und dann ersparst du dir ganz viel Arbeit auch. Ausbildung, Familienpläne und Hobbys. Je mehr Elisa angibt, desto besser können mögliche Männer sie einschätzen. Und wenn Elisa will, kann sie auch Hilfe beim Chatten von den Coaches bekommen. So sah Elisas Profil vorher aus. Viele sexy Fotos, wenig Infos. Nachher weniger, aber dafür persönlichere Bilder und viel mehr Infos. Aber interessiert das Männer? Wenn ein Mann diese zwei Minuten nicht in dich investieren will, dann ist es der falsche Mann. Genau. Einen deutlichen Unterschied merkt Elisa schon wenige Tage später. Mehr als 100 passende Männer haben sich gemeldet. Ich bin eigentlich sehr, wie soll ich sagen, sehr erschrocken, nachdem ich die ganzen Nachrichten bekommen habe. Sehr viele Nachrichten von sehr netten Männern. Die haben sehr lieb geschrieben und sind sehr auf meine Biografie eingegangen. Wir begleiten jetzt mehrere Dates, die durch die Nachrichten entstanden sind, heimlich mit der Kamera. Die Männer werden anonym bleiben. Was studierst du denn? Volksschullehrerin. Ah, cool. Habe ich eh gelesen. Voll cool. Wir lösen die Situation auf. Was ist ihm am Profil aufgefallen? Also, sie hat geschrieben und gut ausgeschaut. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Und dieser Mann gibt nach dem Date zu, ihm ist Elisas Profil wirklich positiv aufgefallen. Diese Liste, das habe ich einfach sympathisch und nett gefunden, weil das einen Menschen wirklich gut beschreibt. Und Elisas Fazit? Die Männer, die ich bis jetzt gehabt habe, die waren sehr super. Und es hat immer alles gestimmt, also es war kein Fake dabei. Die Beschreibung hat immer super gepasst, auch die Bilder. Und bei Frauen unbedingt wirklich, es lohnt sich, die Optimierung durchzuführen. In Elisas Fall hat die Überarbeitung ihres Profils tatsächlich was gebracht. Wer offen und ehrlich ist, scheint wenigstens die Chancen zu steigern, auch bei Dating-Apps wirklich das zu finden, wonach er oder sie sucht.